Ja, ich begrüße dich zu einer neuen Runde der Sex Mankind Divided. Ich habe mich in der letzten Folge gefragt, wie ich da raufkomme in die Wohnung. Und ich versuche mal das. Ich habe hier das Tor auf. Da. Vielleicht komme ich da rauf. Ja. So sollte das gehen. Jawohl. Upp. Sheriff, ich habe Orlov gefunden. Er ist tot. Was? Sind Sie sicher, dass er es ist? Naja, ich habe ihn zwar nie offiziell getroffen, aber er sieht genauso aus wie einer der Ärzte aus der Klinik in Alaska, von der ich Ihnen erzählt habe. Damals nannte er sich McFadden. Meine Güte, Adam, was genau ist in dieser Klinik passiert? Ich weiß nicht, ich lag im Koma. Geführt wurde es von der Weltgesundheitsorganisation. Anlage 451. Können Sie sich das mal ansehen? Natürlich. Ich werde seine Leiche und das Apartment durchsuchen. Mal sehen, was ich finde. Das habe ich schon, die Leiche. Dann... Bitte, Hat's nicht mehr. Nicht. Ja, ich müsste mal wieder mal heim in meinen Schrank die Sachen ausladen und verkaufen. Da tun wir doch aufdecken. Das bringt den über die Hacken. Scheiße raus. Shit. Ich muss ihn verstärken schaffen. Ja, aber das kann doch nicht sein. Ah, da geht's gar nicht weiter. Scheiße. Scheibe. Habe ich für nichts meine Nukes verbraucht. Der Wohnung gibt es nicht viel Gescheites. Irgendein Plan. Hier kann ich mein Tool benutzen. Das Multitool. Ouais.
Leute haben. Es wird gegen Querer. Ja, das nimmst du nicht mit. Komisch. Leider kann ich noch nicht. Mutterbrechen könnte ich neu machen. Traglast. Das wäre auch nicht schlecht. Oder meine Hacking-Skills. Das würde mich reizen, Remote Hacking. Ich vermute, ich spare auf das. Du wirst übersehen. Sehr gut schauen, dass man nichts verpasst. Der Computer möchte ich nochmal dahinter. So geht das durch. Ich komme da her. Was mit dem 15% erkennt, ist schräg. Machen wir mal einen Nuke. Das nützt ja gar nicht. Stopp. Das ist zum Kotzen. Nuke bringt gar nichts für das. Raus. Hier ist einfach beleidigt, dass er mich entdeckt. Ah, zuerst mal nicht. Nein, jetzt hat ihn Nuke gebraucht. Komm. Scheiße. Boah, wow, das ist knapp. Ja, das war auch nicht verfehlt. Ehrlich gesagt. Fenster. Ja, dann. Nomad Stanek. Warum ist das hier noch in Bearbeitung?
Stufe 4. Was hat der da in der Hand? Eine Droge oder so? Aktiv ist. Wir machen die. Ich brauche noch einen Händler. Ich gehe mal zum Technoar schauen. Nehmen wir noch nicht auf hier. Dich habe ich nur noch auf Überwachungsaufnahmen erwartet. Ja. Handeln. Ich kann nicht etwas verkaufen. Was können wir da loswerden? Shit, es wäre mehr Zeug für daheim einzulagern. Lagermaterial habe ich mehr. Wäre mehr Lagermaterial. Und ich kann brauchen. Man kann das alles tatsächlich. Ja. Nichts für mich. Bis dann, Mr. Spiegelbrille. Das ist der hohe Scheiß mit dem Zeug, was zusammen ist. Jetzt muss ich echt zu ihm zurück. Schade, dass man auf der Polizeistation oder ich frage mich, ob ich es übersehen habe, dass er dann ihnen sein Material einlagern kann. Zumal sie keine Techs mehr um. Davor sind noch alles Tech. Die alle deportiert wurden. Das war der falsche Wagen. Der war für Menschen. Zeigen Sie mir Ihre Papiere und beten Sie, dass alles in Ordnung ist. Das sind wirklich beeindruckende Unterlagen. Aber für einen Natürlichen reicht es nicht. Machen Sie das nicht nochmal. Also raus jetzt. Hä? Es geht wieder zum Falschort. Nee. Die sind ja weg hier.
Die Leute wollen Werbung machen für die neue Stadt. Krass. Krass, krass. Heftig, heftig. Die sind auch weg. Mám strach z toho, co bude. Začíná to tady být dost někdy. Oj, oj, oj. Ty jeli deportiert. Sie da. Ja, Sie. Verschwinden Sie. Ich bin völlig normal. Was kannst du dir denn so? Oh. Was ist mit ihm passiert? Er ist schon weg. Hier ist noch ein. Tot. Umgebracht. Hey. Was tut das so komisch? Creepy. Geschrieben für mich. Wo ist jetzt mein Lager? Weg. Sind das Panel auf da? Was ist jetzt drauf sein hier? Lagern. Schmerzmedis einlagern. So.
So. Nee. Nee. Scheiße, jetzt die Gladenfall. Scheiße, fuck off. Eigentlich nur die Waffe wollen loswerden. Dann nehmen wir die da. Ah, jetzt hat sie sie zusammengestellt. Jetzt ist gut, so geht's. Ist modifiziert, weil ich nicht. Ist keine modifiziert. Das ist gar ein bisschen mühsam, sorry. Das ziehe drüber. So. Wieder zurück. Jetzt muss ich die Pistole rausnehmen. Was soll denn das? Modifizierte kann ich also nicht mehr drüber schieben. Sicher nicht, ich habe im Inventar genug Platz. Was soll das? So, gute Waffe. Gleich, ob das Hollow-Side drauf geht. Da nicht. So ein Scheiß. Behalte die, gib halt die Pistole zurück. Gewehr. Was ist denn das? Da bist du alle Muni bei mir. Nee. Die da. Ich
Die. Die. Schmerzmittel, warum hat es das nicht alles weg? Geht das nicht mehr? Shit, ey. Hat es da kaum Platz in diesem Lager? Schließen wir das wieder. Also zur Sicherheit. Perfekt. Ich kann natürlich Alkohol mitnehmen. Ja, ins Fach habe ich fast schon mit Alkohol gefüllt. Das ist eigentlich Blödsinn. Was anderes mal. Hey. Jetzt hätte ich wahrscheinlich noch so einen Raum gescheiter mit Waffenzeug hier rum. Bist du nicht mit mir? Okay. Ich hätte dir eigentlich geholfen, aber... Ich sag's dir jetzt. Ich bin augmentiert, praktisch obdachlos und süchtig. Aber es ist egal. Daran ändert sich nichts mehr. Es ist nicht egal, wenn das human ist. Können Sie nichts entbehren? Ich kann's nicht glauben. Das Spiel hat mich nicht, ich will noch schon etwas geben. Vom Museum. Ja, top, das ist sie weg. Diesmal. Sei gar niemand. Nehmen Sie den Zug für Optis. Wer hinter der Sache steckt, das Kollektiv. Was hier in der Stadt? Ups. Ui, da hat reagiert er drauf. Oje. Hat hier nicht viel offen. Was wollen Sie also hier? Sage dir nicht.
záleží. Hádám, že se k vám asi donesly ty špatné zprávy z komplexu Útulek, co? Že někdo zabil Talose Rackera a oni... Tschüss. Koně není tak. Sehen wir? Was ist auch da passiert? Das ist Polizei. Hallo? Ja, ich gehe. Ja, tschüss. Tschüss, ciao. Salut. Nicht viel los heute. Also, okay, genau. Ja, aber eigentlich der Bahnhof hier oben eingegeben. Und sie haben mich hier rausgerührt. So, das... Schnell jetzt nicht. Oh, die sieht mich, wenn ich da hacke. Jetzt. Dann geht das nicht. Los. Ah. Hallo meine Liebe, bestellt. Tracing-Programm initialisiert. Es langt. Es geht, 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 geht. Zugriff gewährt. Jo. Oh, die... Ui, ja genau, hinter mir. Dass die das nicht gesehen haben. Das war jetzt aber Glück gewesen, wie noch mal. Das hat ja schon nicht geklappt. Die Rippe. Nur Farbe. Ja, gelohnt. Ah, das ist das Rotlichtviertel. Hier ist das cool. Hallo, glaub, was läufst du da? Die tun gerade so, als hätten sie noch nie eine Nutte oder eine Bar gesehen. Ah. Folge dem. Das ist der Strich. Da. Was ist denn mit dem? Ist das da drin? Ja. Red Queen. Ah, ein Kunde, was? Verkaufen. Was willst du? Salbe? Hast du ein Rezept? Wenn du zu Michal oder dem Doktor willst, die sind nicht da. Das haben wir schon mal, das haben wir schon mal gefragt. Ja, hätte er. Der Preis stimmt, das... Gibt's hier einen Komisch, nochmal. Ja, Dr. Sipra, ein Wichtigtuer von Taeyong. Der glaubt, er sei zu gut für diesen Laden. Taeyong, was hat er für die gemacht? Er sagt, er ist Experimental-Neurotherapeut. Wenn er so gut ist, warum haut ihm dann eine Patientin ab? Was genau macht denn ein Experimental-Neurotherapeut? Das sagt er nicht. Und mich interessiert's nicht genug, um zu fragen. Noch was?
Ich gehe dann mal. Mach, was du willst. Knoggehippos. Bin ich einfach schon mal gesehen hier. Ein Gerät für zu öffnen. Nicht weiß, ob es rentiert. Wir hatten schon genug Ärger. Ein Kunde, was sehr schön, mein Freund. Was? Großartig, noch einer. Ist da der Eingang zu dem Schuppen da? Da ist zu den Leuten. So, lala. Die da oben. Die ist geil. Ich rieche Ex-Corps 10 Meilen gegen den Wind. Wenn man einmal gelernt hat, so zu laufen, verlernt man es nicht mehr. Ich rede nicht mit Cops, auch nicht mit Ex-Cops. Mit zu? Was meinte ich? Ich beiße nicht, Baby. Hallo, schöner Mann. Wie wär's mit dem Red Queen Special? Uiuiui, jetzt will ich zuerst schauen. Ist das bei Oberbimbo? Ich rede nicht mit Cops, auch nicht mit Ex-Cops. Ja, irgendwie hast. Das stimmt irgendwie nicht ganz. Gefällt dir das, Schätzchen? Die Auswahl im Queen ist groß, aber du hast dir die beste ausgesucht. Hui. Schwips. Entschuldigung. Aloha. Sie sind wirklich ganz schön mutig. Das muss man ihnen lassen. Ich dachte, das Rotlichtviertel wäre liberaler, wenn es um Augs geht. Nein, schon okay. Ihr Geld ist so gut wie das von allen anderen Kunden. Aber, wir sehen hier inzwischen kaum noch Opdis. Befürchten Sie, dass ich die anderen Gäste von ihrem Spaß abhalte? Im Red Queen? Im Gegenteil, sie werden ein paar Angebote kriegen. Also, was darf's sein? Der ganze Ärger kann nicht gut fürs Geschäft sein. Machen Sie Witze? Wir verkaufen Sex und Alkohol. In schweren Zeiten steigt der Bedarf. Die Menschen brauchen eine Auszeit. Fantasien ausleben, Spaß haben. Und wegen einer Kleinigkeit wie einem weiteren Bombenanschlag bleiben Sie nicht zu Hause. Das ist kein Problem mehr. Sie wissen es vielleicht noch nicht. Aber Sie haben den Miskell erledigt, der hinter dem Lusika-Anschlag steckte. Was meinen Sie damit? Rucker, der Anführer der Ark. Die Bullen haben ihn aus seinem Loch geholt. Die Nachrichten sagen, er ist tot. Und die Ark ist praktisch Geschichte. Terroristen weg, zack, einfach so. Also kein Problem mehr, oder? Ja, richtig. Das Queen hat eine ziemlich liberale Kundenpolitik. Viele Läden in dieser Stadt lassen mich nicht mal. Das ist im ganzen Rotlichtviertel so. Außerdem sind einige unserer beliebtesten Angestellten augmentiert. Es wäre verlogen, sie als Kunden abzuweisen. Kluger Geschäftsansatz. Ja, die Besitzer sind echt kluge Geschäftsleute. Einer der Gründe, warum das Red Queen der beliebteste Club im Viertel ist. Klingt wie ein hübsches kleines Familienunternehmen.
Hören Sie, ich will keinen Ärger. Und ich will diesen Job nicht verlieren. Keine Sorge, ich verschaffe mir nur einen Überblick. Ist im Rotlichtviertel immer so viel los? Nur nachts. Am Tag haben wir geschlossen und überlassen die Credits der Touristen dem Rest der Altstadt. Eine völlig andere Kundschaft. Unbedingt. Weniger abenteuerlustig. Museumsbesucher, Souvenirkäufer, immer eine Kamera am Auge. Was übrigens völlig okay ist. Wenn man lange genug in einer Stadt lebt, wird alles selbstverständlich und du ignorierst die Dinge, die sie zu etwas Besonderem machen. Ja, das Gefühl kenne ich. Man vermisst das Zeug erst, wenn man weg ist. Was haben Sie? Nur das Beste. Ich glaube, ich verzichte. Falls Sie es sich anders überlegen, ich bin hier. Willkommen in Red Queen. Kaufen, um es gerade klauen. Ich komme ein paar Mal pro Woche her. Vor allem in letzter Zeit. Das bringt mich auf andere Gedanken. Ob dies wie dich gibt's hier selten. Als Kunden jedenfalls. Hi, Schätzchen. Warst du schon auf der Terrasse im oberen Stockwerk? Zwischst du der? Sorry, Mann, das ist nicht mein Stil. Kreditchip. Zack. Hallo, was da ist? Puff die Puff. Sie hat hier gebucht? In einem Privatzimmer? Mit einer... Tut mir leid, ich bin immer noch schockiert, wenn ich das... Hören Sie es? Für mich ist damit klar, dass die UN-Resolution 350 die Lösung ist, die die Welt braucht. Da geht's heftiger zur Sache. Sie hat diese Fantasie schon ewig. Oh, hallo. Weg hier! Aufhören! Meine Güte! Ach, ihr ratet schon von der Show. Fantasie schon ewig. Ja, Frau Gartner. Ja, vielleicht später da. Was, Voto? Was sonst? Egal, was die Politiker sagen. Wenn das Gesetz kommt, sind die Optis schon so gut wie ausgestorben. Der beste Club in Prag, mein Freund. Aber ich habe gerade keine Zeit. Hören Sie, Arschloch. Ich kenne Sie nicht und Sie kennen mich nicht. Belassen wir es dabei. Okay. Nehmen wir nur ein paar Sachen mit. Geh dann wieder. Tschüss. Der Schmuddelbereich. Ich rieche Ex-Corps 10 Meilen gegen den Wind. Wenn man einmal gelernt hat, so zu laufen, verlernt man es nicht mehr. Oh, da ist die Dicke noch. Ja, hallo. Mal habe ich die Ukazat, den najkrásnější místa. Ist das nicht toll?
Jawohl. Jestli scháníš průvodce, mile ráda tě tady provedu. Hui. Den Huren im Rest von Prag kannst du nicht trauen. Halt dich lieber an die Profis im Rotlichtviertel. Bei den anderen Mädchen holst du dir nur Sackratten. Bei den anderen Mädchen holst du dir nur Sackratten. Aha. Ich rieche Ex-Korps 10 Meilen gegen den Wind. Eko. Okay, wenn du auf abseitige Sachen stehst, reiß dir eine Straßennutte auf. Das hier ist ein stilvolles Etablissement. Perverse sind hier unerwünscht. Ah, da gar nicht wieder. Da gibt's da nicht ist für mich. Was hätten Sie gern? Nichts. Alles okay im Moment. Falls sich daran was ändert, ich bin zur Stelle. Ja, Ego. Doch noch absehen. Warum kaufen wir es? Okay, wenn du auf abseitige Sachen stehst, reiß dir eine Straße auf. Das hat ihre Meinung noch nicht geändert. Einige Leute haben nichts anderes zu tun, als sich über die Welt zu beschweren. Aber die wird sich selbst retten, auch ohne ihre Hilfe. Ich würde gerne sie. Bin gleich bei Ihnen. Schade, dass es in dieser Stadt keine Helikopter. Moment. Schade, dass es in dieser Stadt keine Helikopterflüge gibt. Ich würde gerne sehen, wie die zwei Zeitalter aneinander stoßen. Oh, hallo. In Nepal haben wir mal eine Nacht auf dem Dach verbracht. Es war wunderbar. Dahin ist er. Das sollte dieses Gebäude auch. Abgesperrte Zone, hä? Du. So, mal schauen. Zeig etwas Respekt. Dieser Tisch ist nur für Natürliche. Behalt es. Ist ein Geschenk zu deiner. Ups. Du bist ein schlechtes Omen. Frau Kadleks Club, Frau Kadleks Regel. Du. Master Kadlek, mir gehört das Red Queen. Ich bin stolz darauf, alles Wichtige zu wissen, aber Sie kenne ich nicht. Vielleicht bin ich nicht wichtig. Oh.